Okay, was haben wir da? Das sind auch coole Zeitschriften hier. Ja, die Bocken, ne? Dragon Ball Z für mich noch cooler eigentlich. Ich bin nicht so der GT-Fan. Cool. Ja, die sind auch irgendwie nice, vor allem. Komm, das ist schon Classic. Resident Evil geht einfach immer. Digimon-Hefte. Eigentlich sind die auch cool. Ist das Sticker-Album richtig? Falls du mal welche brauchst, wir können Sticker tauschen. Ich habe auch noch welche. Hier musst du immer drauf gucken, ne? Die Augen. Du hast geschrieben, Patamon ist ein bisschen mehr, aber eigentlich nicht. Weil gerade hier, so genau, es kommt halt gerade bei Toys so voll auf den Zustand an, ne? Aber hier, das ist halt geil, dass die Dinger noch da sind. Ja, Harry Potter, Misty, Misty, ja, das ist cool. Ja, und das ist halt so für mich, boah, mittlerweile so langweilig. Ich komme hier voll im Full House, Bro. Okay, perfekt. Krass, eine Vita findet man auch nicht mehr so oft, ne? Ja, die alten sind immer besser, ne? Also du musst doch halt die alten Modelle hast du jetzt wahrscheinlich. Also, naja. Okay. Dann gucken wir mal. Kuscheltiere. Okay. Ja, Kassetten. Ich hätte sonst alle genommen, aber so. Was nimmst du für die Kassetten? Ein Pro oder was? Ah, doch, Digga, das ist schon so. Fünf Freunde nicht. TKKG ist auch nicht meins. Nehme ich auch noch mit. Was nimmst du pro Heft? Euro pro? Okay, wenn ich alle nehme, sag mal die ganzen Hefte. Genau, zähl mal durch. Was nimmst du hier bei denen? Resi. Okay, perfekt. Das findest du auch gut. Einen guten 2 Euro Okay. Oder, warte mal, 3 Euro. Komm, dann machen wir 30. 20, 3 Euro, hier 7. Haben wir das schon mal? Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da gebe ich dir 10. Jetzt sind wir bei 40. Scarface? Fünfer. Okay. König der Löwen? Auch 8 wahrscheinlich. Zehner. Tja, bei den Figürchen. Das hier lohnt sich nicht. Für mich. Fünfer pro. Ja, aber ist auch nicht. Ja, ist gut. Dann haben wir hier Mauzi, okay. 70 wären das für 10 Euro pro, ne? Wurde schon einer verkauft oder angefragt? Ey, mach einen Fünfer pro hier. Die sind bekritzelt. Zustand ist echt nicht so top. Der ist schon gut, Zehner hier bei dem. Dann lass 40 machen. Dann ist das ja, ne?
okay. Machen wir so. Boah, jetzt kommst du. Okay, also bei den Figuren ist es immer so, wenn die im Top-Zustand sind, der hier zum Beispiel ist geil, mega. Der, da kriegst du einen Zehner für. Zubehör ist immer geil. So ein Ding hier würde ich sagen, 15 Euro. Das mehr. Das 15, das mehr, das hier ist, keine Ahnung, das weiß ich nicht, was das hier ist. Ich glaube, das ist etwas, ja. Bei dem Auto habe ich gar keinen Plan. Hast du es gescannt? Weißt du den Preis? Okay. Wir haben auch die Figur, die ist top noch. Guck mal, hast du sogar noch, das ist Playmobil. Nee, das ist, glaube ich, vom Joker sogar. Ja, du hast ja bestimmt ein bisschen Gedanken gemacht, oder? Okay. Ist auch schon ziemlich sick hier. Sind wir mal ehrlich. Ja, irgendwie so. Bei dem, das ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig. Ich hätte Fuffi gesagt oder sowas. Ja, von mir aus lege ich auch noch einen Zehner drauf irgendwie, aber. Okay. Genau. Was soll ich sagen? 70, ja. Oder? Ja, hätte ich jetzt gesagt. Können wir machen. Ja. Von mir aus. Ist gut. Was geht ab, Champs? Mein Name ist Dean Champ und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ein Zuschauer hat mich angeschrieben und meinte, ey, pass auf, komm doch mal vorbei. Ich habe ein paar coole Sachen. Vielleicht findest du ja was. Und ich war tatsächlich da, habe es gefilmt, wie ihr gesehen habt und ja, habe auch einiges mitgenommen. Und falls jemand von euch das erste Mal am Start ist, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Hier unter diesem Video findet ihr den Button dazu. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ich werde ein bisschen was zu den Dingen erzählen. Starten wir mit den Heften. Wir haben ein RTL 2 Digimon Panini Sticker Album und ey, das hier ist immer der Wahnsinn gewesen. Als ich damals ein junger Strolch war, habe ich mir sowas gerne angeschaut. Habe heutzutage auch wirklich einige Figuren, die hier hinten drauf zu sehen sind. So ein Ball wäre natürlich auch mega nice. Und ja, das hier ist ein beliebtes Heft. Ja, so Panini-Sticker-Alben gehen gut. Und ja, das Heft hat noch einen relativ guten Zustand. Wir gucken jetzt mal rein, ob das Poster noch dabei ist. Ich glaube nicht. Doch, Poster ist noch da. Wunderbar. Ja, seht ihr hier, da sind die Holos drauf, beziehungsweise die Foil-Sticker. Und ja, sowas nehme ich ganz gerne mit, wenn es denn heißt günstig. Machen wir weiter mit Digimon-Heften im Generellen. Davon haben wir hier auch einige. RTL 2 hat ja damals die Serie ausgestrahlt und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Hefte. Die sind im relativ guten Zustand und ich habe ja gefragt, was willst du für so ein Heft haben? Oh, kennt ihr den noch? Und er meinte, 1 Euro passt hier, beziehungsweise da habe ich mir gedacht, du, pass auf, dann nehme ich alle ganz gerne mit. Ja, ich gucke mir die Hefte generell selbst nochmal durch, guck, wie die so im Zustand sind. Ja, manchmal sind Hefte auch beschädigt, da sind dann Seiten raus und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Manchmal sogar ein Poster beziehungsweise Zubehör mit drinne. Habe ich jetzt vor Ort so nicht gemacht, ist auch kein Thema, ja. Manchmal sind ja auch im Generellen gar keine Poster drinne. Hier sieht es auf jeden Fall auch nicht so aus, beziehungsweise hier müsste eins drin sein. Ja. Dino, da haben wir das Poster noch drinne und dann lasse ich das eigentlich auch ganz gerne drinne. Ja. Sehr cool. So, das waren einige Hefte. Ich habe generell für die typischen Hefte hier, Comics, Preis bezahlt, wo er dann später noch ein bisschen runtergegangen ist. Habt ihr ja gesehen. Dann haben wir hier noch Dragon Ball Z Hefte. Das sind 2, 4, 6, 7 Stück. Richtig cool. Dragon Ball Z für mich auch stärker als der Rest von Dragon Ball. Ja. Auch Classic finde ich nicht besser. Dragon Ball Z meine Zeit gewesen. Und das hier sieht extrem nice aus, ganz ehrlich. Richtig cool. Leider ist das ein bisschen mitgenommen. Aber ja, wie gesagt, ich persönlich mag solche Hefte auch ganz gerne. Ja. Egal, ob das jetzt Anime-Hefte sind oder ob das so alte, ich sag mal,
Screen-Fun-Zeitschriften sind, selbst Bravo und Bravo-Sport-Zeitschriften mag ich, ja, aber am liebsten eigentlich die, wo man irgendwie Videospiele, Konsolen oder Anime-Stuff drin finden kann. Hier beispielsweise Mausklick, sehe ich jetzt gerade Werbung, war auch ziemlich cool. Hier haben wir ein Poster drin. Ich glaube, wenn da ein Poster mit drin sein sollte, dann ist es hier auch noch mit drin. Hier fehlt eine Seite. Ja, nicht so gut, muss mal gucken, ob man sowas dann im Generellen sowieso noch wegkriegt. Trunks hier, geil. Geil, geil, geil. Also haben wir hier Dragon Ball Z nochmal. Dann haben wir Dragon Ball GT. Das sind 4 Hefte. Auch die sehen natürlich ziemlich nice aus. Und ich weiß, dass viele Leute eben GT auch abfeiern. Kann ich nachvollziehen. Ist aber nicht mein Favorit. So, dann haben wir nochmal 2 Highlights, die ich persönlich auch sehr nice finde. Und das hier sind Resident Evil Hefte. Das hier finde ich noch ein bisschen nicer als das. Im Schnitt kann man sagen, dass so ein Heft hier, so ein Resident Evil Heft, für circa das gleiche geht, für was es damals ging. Hier steht drauf 7,95 Euro D-Mark, ja. Und ja, das gehen sie auch heute noch. Also gute 8 Euro wären 16 D-Mark, ja, aber ihr versteht, was ich meine. Die wollte ich aber mitnehmen. Eins davon will ich auch behalten. Das andere kommt weg. Und all in all habe ich hier mit den Heften einen guten Preis erzielen können. Ja? Ja, das gefällt mir nicht hier oben. Der Punkt ist einfach, wenn ich so einen Ankauf mache, dann sind das ja nicht nur Dinge, die ich da kaufe, die für mich persönlich sind, sondern ich möchte sie mit meinem Gewerbe weiterverkaufen als Reseller in dem Sinne. Und da muss natürlich was hängen bleiben. Ja? Ich denke, das versteht jeder. Und dementsprechend muss ich dann im Bundlepreis auch gucken, ob sich das dann letzten Endes lohnt. Es waren noch ein paar Sachen angeboten worden, die zum Schluss dann nicht mehr vorrätig waren, die schon verkauft wurden, die den Preis noch ein bisschen verbessert hätten. Aber all in all war das hier in Ordnung. Okay, nächstes Thema vom Ankauf: Batman Kenner. Der Punkt ist einfach, dass manche Dinge der Toylines, der alten Spielzeuglinien, gut gehen. Aber oftmals ist es auch so, das habe ich auf dem Flohmarkt viel mitbekommen, dass die Leute die Spielzeuge von damals ein bisschen überschätzen, ja. Also das ist im Vergleich zu Mario bzw. Pokémon halt kein Thema. Und ja, bei Figuren ist es so, dass die halt wirklich gut aussehen müssen. Hier zum Beispiel ist bei dem Lightning Strike Batman das Logo ein bisschen zerkratzt und ja, im Generellen ist die Figur nicht mehr im besten Zustand. Die Beine sind ein bisschen wackelig und so weiter und so fort. Hier haben wir noch eine CS-Figur und ja, auch die ist nicht im besten Zustand. Was will ich damit sagen? Man muss schon auf den Zustand achten, wenn es um alte Spielzeuge geht. Denn die meisten Sammler haben diese Figuren theoretisch schon in Originalverpackung. Ich habe auch einige, seht ihr im Hintergrund. Und wenn man sie nicht in Originalverpackung hat, dann möchte man sie eigentlich im guten Zustand und zudem sogar vollständig. Und da wird es dann natürlich immer schwieriger. Trotz dessen bin ich selber ja auch einfach ein Fan der alten Spielzeuge und vor allem von Batman. Das wissen auch die meisten und dementsprechend macht es mir einfach Spaß, sowas anzukaufen, das zu putzen, mir vielleicht ein bisschen was wegzustellen und dann auch gegebenenfalls was weiter zu verkaufen. Ja? Hier haben wir einen Batman, den ich sehr cool finde. Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass der geklebt wurde. Also im Großen und Ganzen ist die Figur ganz gut dabei. Aber hier hinten wurde, ja, ich sag mal, die Elektronik geklebt. Hier haben wir aber noch sein Shield, beziehungsweise sein Absorber ist noch dabei. Fand ich cool. Das ist auch eine Figur, die relativ selten ist. Ja? Mit relativ meine ich, die findet man zwar schon noch, wenn man jetzt auf eBay geht, hat man sie, aber auf dem Flohmarkt sieht man die hier eher weniger. Dann machen wir weiter mit ein bisschen Zubehör. Hier CS-Zubehör. Wir haben ein paar Fahrzeuge. Gehen wir mal weiter zu dieser Spielfigur. Da haben wir einen Batman drin sitzen. Ja, es sind halt verschiedene, ich sag mal, Fahrzeuge der ersten Reihen. Muss man natürlich gucken, inwiefern die alle vollständig sind. Ich meine, ich habe auch immer noch Zubehörteile, die vielleicht dann passen. Aber all in all muss man bei so einem Ankauf auf jeden Fall darauf achten, dass die Sachen gut im Zustand sind und da alles dabei ist. Denn hier sieht man, fehlt was. Ja? Kann sein, dass das jetzt noch in der Tüte liegt, aber das fällt mir jetzt gerade auf. Wir haben hier noch so einen Koffer. Das Ding hier kann man drüber stülpen. Dann haben wir hier noch so ein einzelnes Gerät, CS wieder. Ja, war eine Reihe, die dann etwas, ich sag mal, überfordernd war. Dann haben wir einen einzelnen Anorak, Mantel, wie auch immer. Ja, so ein Umhang, vielleicht ist das der beste Begriff dafür.
Hier noch ein bisschen Zubehör. Hier haben wir ein spezielles Auto, welches ich so nicht kenne. Es müsste Bruce und sein Speeder sein. Ja, Bruce und sein Speeder, eine coole Geschichte. Habe ich hier original verpackt, auch vom Kenner. Einer meiner Lieblings-Playsets in dem Sinne. Und ja, das Teil kannte ich nicht. Geht für ungefähr 30 Euro. Ja, passt so. Für mich uninteressant, aber jetzt im Deal natürlich mitgenommen und nicht liegen lassen. So, jetzt haben wir die zwei Highlights vor uns, die den Deal ausgemacht haben, wenn es um Batman geht. Und zwar einmal hier den Joker in seinem Fahrzeug. Sehr cooles Fahrzeug. Ich glaube, es ist nicht ganz vollständig, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich aber auch nochmal checken. Der Joker an sich ist beliebt, kostet auf jeden Fall einen Zehner. Ist natürlich auch eine sehr geile Figur. Und das Auto, ja, sag ich mal, geht für einen 15er weg. Ja, also dementsprechend passt das hier schon. Dann haben wir hier einmal die Spare, oder wie nennt man das Ding? Da fehlt auf jeden Fall auch wieder was. Gut beklebt ist es trotzdem. Und im Generellen hat man hier ein geiles Action-Feature, welches auch noch gut funktioniert. Ein Batman sitzt drinne und der ist wirklich im perfekten Zustand. Dementsprechend hier höchstwahrscheinlich das beste Teil des Batman-Ankaufs. Zwei Games. Einmal Scarface für die PSP, Money Power Respect. Und einmal der König der Löwen, Simbas großes Abenteuer. Werde ich definitiv hier vor allem das Disney-Spiel auf meinem Gaming-Kanal. Checkt gerne die Infobox ab, um meine weiteren Kanäle zu finden. Let's Playen, habe ich Bock drauf. Habe den ersten Teil, den fast jeder kennt, auch gespielt. Und ja, das war sehr lustig. Scarface hier schon länger gesucht, beziehungsweise hatte ich immer mal wieder. Jetzt hatte ich es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, du, das nehme ich so separat für mich auch noch mit. Ja, dementsprechend hier, ja, für mich persönlich. Diese Harry Potter Trustmaster Memory Card wurde mir geschenkt und ich bemerke gerade, dass wir hier noch ein paar Kleinigkeiten zu dem Batman Spielzeug haben in der Tüte, ist aber nicht der Rede wert. Und was willst du? Okay, man, okay. Okay, Thema Kassetten und VHS, kann ich stundenlang drüber sprechen. Im Endeffekt kann ich über alles hier stundenlang drüber sprechen. Aber ja, hier Kassetten nehme ich gerne öfter mit, beziehungsweise mache ich auch schon immer. Muss dann natürlich das richtige Thema sein, beziehungsweise das richtige Franchise sein und funktionieren. Ja, wir haben hier eine Batman-Kassette, ziemlich nice. Wir haben hier Ring Raiders, Angriff der Skull Squadron 1. Dann haben wir hier noch ein paar Knight Rider Kassetten. Auch cool. Und eine DuckTales Kassette. Jetzt zum Schluss nochmal Knight Rider. Ja, und das sind so Themen, die nehme ich ganz gerne mit. Hier von Karussell, DuckTales Folge 19. Der gute Mann hatte noch einige Turtles Kassetten, die eben schon weg waren. Hat mich natürlich geärgert. Turtles immer mit am gernsten. Am liebsten natürlich und ja, dementsprechend ein bisschen ärgerlich, aber passt. Takaratomi Hartgummi-Figuren. Drei Mädels, zweimal Misty und einmal Jessie. Und ja, man muss ein bisschen darauf achten, aus welcher Region diese Figuren sind. Ja, also wir haben einmal die japanische Seite, dann haben wir die europäische Seite. Die japanischen sind nicht so wertvoll, die europäischen schon. Hier muss man auch immer darauf achten, wie ist der Zustand der Figuren. Ihr könnt immer mal unten reingucken, denn die haben einen Stand normalerweise dabei. Und ja, hier ist beispielsweise eine Figur dabei, wo eben das Teil, wo man sie reinsteckt, also vom Stand, abgebrochen und in der Figur steckend geblieben ist, ja. Und das ist natürlich suboptimal, dann fällt natürlich wieder mal um 1, 2 Euro der Wert der Figur. Im Generellen ist aber hier beispielsweise diese Misty im Mega-Zustand, die Jessie geht so. Also all in all war das hier nicht der beste Deal, definitiv nicht. Aber ich habe dann generell gedacht, du pass auf, all in all passt das schon und außerdem habe ich dann wieder nice Artikel für einen Shop oder so, ja. Weil das hier sind Artikel, die begehrt sind und dann eben auch ja gerne gekauft werden, ja. Jessie natürlich hier das Highlight. Okay, und wenn wir bei Pokémon bleiben wollen, dann zeige ich euch nochmal den restlichen Kram, den ich hier auch mitgenommen habe. Ja, wir haben hier Smetbo, Raichu, Mauzi, Patamon sogar von Digimon. Sterndu, Relaxo und Togepi. Da gibt es auch wieder bessere Figuren und schlechtere Figuren. Im Generellen mag ich generell alles alte Pokémon. Ja, also Vintage-Pokémon-Spielzeug ist in meinen Augen richtig nice. Und ja, hier das Highlight ist Raichu. Da haben wir sogar noch seinen Schwanz. Und das ist ein Highlight, denn ja, der Schwanz fehlt oft, seltsamerweise. Ich glaube, ich habe sogar einen selbst hier
ohne einen. Und auch hier muss man immer wieder auf den Zustand achten. Ja, oftmals sind die Tags beschrieben, wie hier. Das passiert halt echt immer, dass da irgendwie ein Name draufsteht oder so. Beim Patamon kann ich auch direkt sagen, ist es so, dass da das Weiß in den Augen nicht dabei ist. Der eine oder andere von euch sagt jetzt, ach, du bist da viel zu picky. Ja, spielt doch gar keine Rolle. Doch, spielt eine Rolle, eine große sogar. Also man will die Plüschtiere haben, die eben noch Weißes in den Augen haben, beziehungsweise die noch nicht abgenutzt sind. Ja, das sagt mir auf jeden Fall meine Expertise. Und ja, dementsprechend Patamon hier eher unwichtig, wurde mir geschenkt zum Schluss bei dem Deal. Viele Texte sind beschrieben, allerdings passt das hier trotzdem. Dementsprechend, ich bin zufrieden mit dem Preis. Letzten Endes haben wir gute 190 Euro bezahlt. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Hättet ihr es gemacht oder nicht? Und ja, im Generellen sowieso Gedanken zu meinem Video unten rein. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Und ansonsten würde ich sagen, falls jemand was abzugeben hat, gerne anschreiben auf Discord oder Instagram. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video oder auf dem Flohmarkt, Baby. Ciao, ciao.